Leute, am Wochenende ist in Bremerhaven ja der SWW Energiecup zum 22. Mal schon. Und am gestrigen Freitag gab es schon die Halbfinalspiele von Iserlohn gegen Krefeld, wo Iserlohn mit 3 zu 2 nach Penaltyschießen gewonnen hat. Und Bremerhaven gewann 4 zu 1 gegen Ritten aus Italien. Und heute am Samstag finden die Endspiele statt. Um 16 Uhr ist das Spiel um Platz 3, wo Krefeld und Ritten gegeneinander spielen. Nachher um 20 Uhr gibt es Bremerhaven gegen Iserlohn. Und ich und ein Kumpel sind heute beim Spiel dabei, beziehungsweise heute den ganzen Tag. Und wir nehmen euch heute mal ein bisschen mit durch die Arena, durch den Tag. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß. Ich möchte einen Videozusammenschnitt machen. Ja, dann musst du da auch hinkommen und nicht so wackeln. Nee, ich glaube, dabei wird ja normalerweise gelaufen.
So, Spiel um Platz 3 ist vorbei. Krefeld hat 4:1 gegen Rücken gewonnen, hat damit den dritten Platz und in circa einer Stunde ist dann das Finale von Bremerhaven gegen Iserlohn. Ich schätze mal, es sind, wie viele Zuschauer sind hier, ich schätze mal an die 2000 jetzt knapp. Und Stimmung ist noch so ein bisschen schleppend, wird aber garantiert gleich besser machen. Yeah.
Somit haben wir einen neuen Spielstand. Bremerhaven! 3! Ist er noch? 0, 4, 3, Scheiß frei! Dankeschön! Dankeschön! Kommt gut nach Hause, wir sehen uns am 6. September.